Hi, ich bin AC Player und das ist eine weitere Folge von Outlast 2. Wir sind jetzt wieder in der Schule und hier das erste, was wir gesehen haben, auf der Wand gemalter Galgenmännchen und überall steht nur Jessica. So, dann. Oh. Und hier auch. Oh. Gehen wir erst hier. Da ist zu. Waren wir nicht vorhin da? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich sag, ich habe kein gutes Gefühl. Hier können wir rein. Gibt's hier keine Batterien, nichts? Oh Mann. Ach so, da waren wir jetzt gerade. Da ist auch offen. Aber da ist zu. Ah, da ist ja der Anfang, da wo wir hier gelandet sind. The Hangman game. Like Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere for Lynn to find. Da ist gerade jemand vorbeigelaufen. Du benötigst die Folie. Okay, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Boah, ist es schräg hier. Naja, war ja klar. Hier muss jetzt erstmal ein richtig dunkler Abschnitt sein. Da ist eine Batterie. Die nehmen wir natürlich sehr gerne. Und sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Also, dann latschen wir weiter. Können wir das hier öffnen? Ja. Hier ist nichts mehr. Gehen wir jetzt wieder zurück und legen mal das auf diesen. Hier war das. So, Folie platzieren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das hier verschieben, sodass es passt. Das passt noch nicht. Aber jetzt. Unforgivable. Sounds about right. Unforgivable. Ja, ich lade mal nach, solange es hier noch ein bisschen hell ist. Und jetzt, wenn man hier den einen blockiert. Hä? Da war vorhin doch die Wand. Natürlich verschlossen. Was denn auch sonst? Huh. Wie lang ist dieser Gang? Gibt's hier nichts? Keine Tür. Was war denn das?
komme ich auch nicht weiter. Ich könnte mich verstecken, aber wofür? Oh Mann, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ich habe sowas von ein schlechtes Gefühl. Angst habe ich auch. Auch verschlossen. Hä? Wie oft muss ich das hier jetzt rummarschieren? Noch ein Knick in der Optik. Boah. Was war denn das? Was war das denn? Die Tür gab's hier vorhin auch nicht. Nein, du Depp. Soll ich die Tür so schließen? Ich will hier raus, ich will hier raus. Ich will hier gar nicht sein. Ah. Oh Gott, ey. Was steht da? Was? Keine Ahnung, Texteditor. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Komme ich da nicht raus? Oh mein Gott, ey. Da geht echt die Pumpe. I was just here. Hier verändert sich die ganze Zeit alles. Aber wieso? Ist das alles nur in unserem Kopf oder? Es gibt einen Nebel. Sag mal, was haben wir jetzt da? The mines. This leads to the mines where the others took Lynn. Oi. Hier glaube ich, an der Wand entlang. Ja. Boah, also diese Momente in der Schule, die sind ja echt heftig. Na, wohin geht's jetzt? Sag nicht, dass du über die Brücke gehst, du. Dann bist du echt mutig. Ah ja. Batterie. Wie viele haben wir denn überhaupt jetzt? Schon 5, glaube ich, oder 6 Stück. Und da haben wir einen Brief von irgendjemand an irgendjemand. Schauen wir mal. Mein lieber Simon. Du warst für mich immer mehr als ein Cousin, schon als wir Kinder waren, und ich hoffe, du hilfst mir, weil ich habe Ärger, besonders weil es um Medizin geht. Ich sag bloß, dass ich Beulen von glaub ich Syphilis hab und hab Angst, dass die mich zu den Beuligen schicken, und ich hab riesen Angst und will nicht gehen, und ich weiß, dass das Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa, weil Gott und Jesus ihn von allen Krankheiten schützen, aber Gott und Jesus schütze mich nicht, und jetzt brauche ich deine Hilfe. Gott segne und schütze dich, Atalia. Atalia. Na?
Nee, oder? Okay, it's not that far. This isn't so bad. Das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee. Was ist das denn? Es kommt mir langsam vor, wie wenn uns eine Apokalypse erwarten würde. I don't know how many of them got in my mouth. My skin wouldn't stop itching. They were trying to lift me up. Ah, genau. Damit du fliegst. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, das war ja klar, dieser Weg wäre zu einfach hier, wenn wir einfach durch diese Brücke gegangen wären. Für eine. So, die Kamera ist, da ist bestimmt nichts passiert. Die Kamera ist bestimmt ganz heile. Naja, natürlich. Ja, du hast keine andere Wahl, Kollege. Verstecken. Ich will mich hier nicht verstecken. Weil der Typi, der ist doch irgendwo da gegangen, oder nicht? Ich bin hier gar nicht hoch. Oh Mann. Und dunkel ist hier auch noch. Es gefällt mir nicht. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lange. Zu ruhig. Es wird mal angebracht, dass wieder was passiert. Oh Gott, irgendjemand brüllt da. Was ist das jetzt wieder? Schon wieder so diese Sauklaue hier. Ah, dann muss ich so. Dieser Ficklurch hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn. Macht nicht seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Was ist das? Willkommen zu Pestilenz. Okay. Ah, ich glaube. Hä, wo muss ich denn hin? Ach so, da. Warte mal. Mal schnell nachladen. Wo sind wir denn? Irgendwo in irgendeinem Wald. Und es ist bestimmt kein Wasser, sondern Blut. Da war etwas. Da war etwas. Oh je. Ich warte, bis mich irgendwas an den Beinen zieht. Da klopft irgendwas. Wollt ihr mich veräppeln hier?
Was ist denn los? Mann. So. Oh, fuck. There's gotta be some other way around. Ja, muss. Es muss einen anderen Weg geben. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Da gibt's bestimmt einen Weg. Natürlich. Ah. Ich finde es kacke, dass man hier zum Beispiel von größeren aus einer großen Entfernung man runterspringen muss und dann verliert man Leben, obwohl man eigentlich gar nichts dafür kann. Das finde ich zum Beispiel hier nicht so toll. Was ist denn das hier wieder? Wer hat das jetzt hier geschrieben? Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank und das zu Recht. Und du bist voll Scham und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt, doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst in Temple Gate ausbrach, erkannte Papa Nord in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam dem Herrn und Papa Not und besonders seinem Diakon Leert. Gott und sein Prophet lieben dich. Unsere Quarantäne. Mhm. So, und dieser Leert taucht jetzt auch öfters auf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, egal, wen wir treffen, der eine ist kränker wie der andere. Die hat, glaube ich, die Juckreiz. Shit, ey. Da kann ich irgendwie reinkommen, da ist eine Tür. Meine Fresse. Wow. Verzieh dich, Mann. Bäh. Der hat mich angekotzt. Schwein. Hier war die Tür. Bäh. Oh Gott. Hier ist nichts. Die waschen sich nur. Boah. Da komme ich aber auch rein. Irgendwie. Da war eine Notiz. Hier ist. Wow! Wieder so ein Nordevangelium.
Eieiei. Kapitel 9. Und die Hand des Herrn griff mich an meinen Eingeweiden und trieb einen Haken durch meine Antlitz und hob mich fort vor den Knochen des toten Sions und der Scheiße der Zöllnerschweine. Und im Trüben der Dunkelheit war ich wie eine, die das Land bedeckt und sah vieles. Ich wandte mich der wüsten Vergangenheit zu, wo die Geschichte des Herrn geschrieben hätte werden sollen. Ich wandte mich dem verdrehten und entwürdigten heute eines großen Propheten zu geschlagen und ausgespuckt wie ein räudiger Hund. Und Gott wandte mich der Zukunft zu, eine finstere, wundervolle Last, der Ruhm des Herrn gegen die Heiden. Geschlagen und angespuckt wie eine. Und Gott wandte mich der Zukunft zu, eine finstere, wundervolle Last, der Ruhm des Herrn gegen die Heiden, meine Klinge am Hals des Antichrists, meine Kinder trunken von Blut jener, die das Wort des Herrn verdrehten. Und ich flog wie Raben 400 Meilen nach Westen über das Land des Akoma und Coyotero und Suni und Hopi und Hava, bla bla bla. Die Noahs Flut als Werk Hokomatas niedergeschrieben. Und jenseits Hokomatas Wunden, die dieses Sion zerrissen, schickte mich Gott auf einen hohen Berg, im Westen von dem war eine Stadt. Im Westen von dem war eine Stadt. Dann sprach der Herr, öffne dein unbeschnittenes Auge, dass du wahrlich sehen kannst. Ich hielt meine Hand vor mein makelloses Auge und der Herr schoss sich durch meinen gespaltenen, blutenden Apfel, wie ein Mann seinen Samen in das offene Geschlecht einer Frau bringt. Und er sprach zu mir, hier ist dein Tempel und hier ist dein Tor. Und die Größe, Werkstoffe und Arbeit vom Tempel geht, wurden mir bewusst. Und die Hand jener, die Tempel geht, errichten wurden, erschienen mir und ihre Gesichter und ihre Herzen. Ihre Herzen waren voller Furcht, aber ihre Hände waren folgsam und ihre Augen sahen die Herrlichkeit seines Reiches. Irgendwas haben wir noch hier verpasst. Oh Mann, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl beim Öffnen. Machen wir wieder zu. Wow! Wo muss ich denn hin? Hallo! Da ist auch noch was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, hier. Alter, jetzt lauf zu! Wow, das war keine gute Idee. Und jetzt? Und jetzt bin ich tot. Oh Mann! Verdammt! Alter, und ich renne noch zu ihm und mach die Tür zu. Wie dumm! Da muss man einfach. Da ist man einfach nur dumm. Und jetzt von Anfang. I can still find my way to the mine. Der Hegemon, ich tue kund vom Hurerleid. Vom was? Von Hurer, ja? Lehrt, der uns in die Seuche führt. Ich tue kund vom Schabok lehrt, der uns in die Verdammnis führt. Ich tue kund vom treulosen Lehrt, der uns in den Schmutz führt. Ich tue kund vom Betrug lehrt, der uns in den Tod blutet. Ich tue kund vom Geschwür lehrt,
der uns dem Untergang vorsetzt. Ich tue kund. Sic semper a fellow mortem tyrannis. Irgendwas mit Tyrannei wahrscheinlich. So, dann rennen wir mal durch. Ich glaube, da hat gerade versucht, jemand nach uns zu schnappen. Du musst mich veräppeln. Hau ab. Oh. Ja, zudem bin ich da rein. Hier ist nichts. Wo geht's hier weiter? Hat er denn aufgenommen? Hä? Der hat irgendwas angefangen aufzunehmen. Jetzt ist es weg. Wieso auch immer. Warte mal. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Ja, und jetzt? Wo geht's weiter? Ach, der Mund. So hat er jetzt nicht weiter aufgenommen. Wow. Steh auf. Ich habe Angst. Bevor wir da weitergehen, beenden wir diese Folge. Ja, und wir spielen dann morgen weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal ein Like und tschüss.